Wir sagen ja Sustainable Baukultur, das ist gestern schon mal erwähnt worden. Wir sagen nicht Nachhaltigkeit und Baukultur, weil wir meinen, dass Sustainable Baukultur eigentlich beinahe sowas ist wie eine Tautologie oder Hendiadion, nämlich wie der weiße Schimmel. Baukultur ohne Nachhaltigkeit geht gar nicht und Nachhaltigkeit ohne Baukultur aus unserer Architektensicht geht auch gar nicht. Jetzt will ich das einmal will ich Sie alle vorstellen. Ich fange an mit Herrn Amundsen. Er ist Senior Partner beim Büro 3XN Kopenhagen und erfolgreicher Architekt, hat schon mehrere Preise gewonnen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Sie werden, you will present the Schüco Headquarter and say something to the process of sustainability. Anwesend ist Frau Angelika Schmidt. Frau Angelika Schmidt ist Projektentwicklerin und Bauherrin von der Firma von der GmbH Kölbel und Kruse. Sie hat zusammen mit Gerhard Wittfeld vom Büro Kader Wittfeld aus Aachen das Projekt der Zeche Zollverein realisiert und wir freuen uns darauf, was Sie zu sagen haben zu dem Prozess. Und Herr Steffens von der Firma Brüninghoff, richtig? Von der Firma Brüninghoff. Er war gestern hier schon mal an unserem Stand und hat über Hybridbauten im urbanen Kontext gesprochen und gezeigt. Und das schließt eigentlich ganz schön an die Diskussion an, die wir ja gerade vorher hatten, nämlich Systembau. Also von daher auch hier nochmal ein ganz anderer Aspekt, den wir einbringen können. Wir haben ja gesagt, wir machen das an, vielleicht, ich habe es mir hier mal auf Englisch aufgeschrieben, damit ich nicht zu viel Unsinn erzähle. I just want to explain what we want to discuss. Our motto at the fair is sustainable Baukultur. Baukultur is, everybody knows, like Kindergarten und Rucksack, that Baukultur is the term of quality. Sustainable Baukultur is now in its third year. In other words, the BAK, the Architectural Chamber, the DGNB, the Company of Sustainable Architecture, and our Ministry of Planning and Building, and the Federal Foundation of Baukultur, called Bundesstiftung Baukultur, clearly believe sustainability and architecture culture belong together, fit together. A question to the architects here, do you also see the things like this? And then we will discuss how the process started in your projects. Will you start? Yes, thank you. Sorry, I'll be doing this in English. My German is a little bit weak and I'll need to step down on my comfort zone. That's not nice. And of course, it would be also maybe a little bit stupid for me to say that it's not fitting to have sustainable and buildings at the same time. So of course, that is also how we look at things. The things that we are pushing, I must say, and the way that we look at sustainable buildings is built upon a basic, really pragmatic solutions about it. The basis of it, how we do it, is try to see how we can get out of a system where we are chasing points and doing really sustainable buildings. And to get this balance, that is actually what we have tried and have, I think, succeeded in a couple of buildings where we do it. And that means that the output of the building is not only some points, it could be some points, but the points is a different thing. But it is sustainability within its core. Okay, thank you. Gerhard Wittfeld, Ihr Kommentar dazu. Ja, ich glaube, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine Selbstverständlichkeit, weil wenn man weiß, dass die Bauindustrie für 50% der Energieverbräuche zuständig ist, für 60% des Abfalls, ist das eigentlich eine Frage von Verantwortung, nachhaltig zu bauen. Ja, wir wollen ja, dass Architektur in die Mitte der Gesellschaft rückt. Und da muss man sich einfach auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Also für uns ist das eigentlich keine Frage von Architektur, sondern es ist einfach eine gesellschaftliche Frage. Und deswegen beschäftigt sich unser Büro eigentlich schon 15 Jahre damit, die gesamten Transformationsprozesse, dass sowas auch über die DGNB
in den Fokus weitergekommen ist. Das ist ja der große Verdienst meiner Meinung nach der Gesellschaft und auch Cradle-to-Cradle-fähige Systeme, dass man auf einzelne Baustoffe geht. Das sind ja alles positive Prozesse, aber eigentlich gehört das in die Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Exkurs. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. Nachhaltigkeit in Bezug auf Energieeffizienz, denke ich, wäre aber zu wenig. Wir haben ja das Thema Baukultur dazu und man muss schon sagen, es sind auch, können wir ja mal ganz ehrlich sagen, es sind auch Projekte zertifiziert worden, die eben nicht baukulturellen Ansprüchen in dem Sinne, dass sie eine hohe gestalterische Qualität für sich als Bauwerk haben und sich in den Kontext des Städtebaus einfügen. Und deswegen meinen wir, dass wir da an dieser Stelle durchaus noch arbeiten müssen. Und da frage ich jetzt die Investorin und Bauherren, wie sie das sieht, ob sie mit Energieeffizienz und vielleicht sogar mit den falschen Energieträgern zufrieden ist, weil sie ein Zertifikat bekommt oder ob da nicht doch mehr dazu gehört. Wir sagen ja, ein Gebäude ohne den Anspruch baukulturellen Anforderungen zu genügen, das kann eigentlich auch gar nicht nachhaltig sein. Frau Schmidt. Ja, vielen Dank. Wir Investoren oder auch Bauherren setzen uns natürlich auch mit diesem Gedanken auseinander und versuchen eigentlich gemeinsam mit unserem Nutzer und mit unserem Projektbeteiligten in diese Themen einzusteigen. Also ganz zu Anfang, als man sich mit Nachhaltigkeit und entsprechenden Innovation beschäftigt hat, war es sicherlich für die Investoren auch neu, eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung. Aber sicherlich hat man, wenn man aufgeschlossen ist, dieser Aufgabe gegenüber versucht, sich diesen Themen zu öffnen und auch angefangen, die Gebäude dahingehend mitzugestalten. Das geht natürlich nur gemeinsam mit dem Mieter, das geht mit unserem Nutzer, das geht mit unserem Projektbeteiligten, mit denen wir halt diesen Prozess gestalten und am Ende des Tages sowohl Nachhaltigkeit als auch Baukultur an Gebäuden platzieren möchten. Herr Steffens, Sie haben uns ja gestern schon einiges von Ihren Projekten gezeigt. Und es waren sicherlich nicht alle anwesend. Welchen Stellenwert hat dieses Thema bei Ihnen? Ich weiß ja jetzt schon ein bisschen, ich habe Ihnen ja zugehört. Welchen Stellenwert hat es? Und sehen Sie bei Ihren Investoren auch eine stärkere Sensibilisierung dazu? Also ich habe das ja gestern ja schon gezeigt, was sich verändert hat. Also in den letzten 2-3 Jahren hat sich ja die Kundennachfrage verändert. Also wir haben immer mehr Investoren und Kunden oder die beraten werden über Architekten, die eben Cradle-to-Cradle zertifizierte Produkte abfragen, die sehr stark auf Nachhaltigkeit gehen, die aber auch einen sehr langen Entwicklungsprozess haben, wo es eher strategische Themen geht. Also wo möchte man als Investor auch in den nächsten 20, 30 Jahren stehen und nicht, was will ich jetzt kurzfristig umsetzen, nur weil eine Fläche frei geworden ist, die mal eben schnell bebaut werden muss. Also es steht und fällt immer mit dem Kunden und wie viel Verantwortung der Kunde abgibt am Externe, an Planer, an Beratungsunternehmen und wie viel er oder sie sich mit dem beschäftigt, was da wirklich passiert. Und das ist tatsächlich mehr geworden. Das ist das, was sich verändert, weil wir ja selber Nischenanbieter sind und in der Nische haben wir es im Grunde genommen mit diesen Extrempersönlichkeiten zu tun, die sich immer mehr und mehr darüber Gedanken machen, was eigentlich in den nächsten Jahrzehnten passiert. Wir vergleichen das immer so mit dem Wechsel in der Ernährung halt einfach, also dieses bewusste Auseinandersetzen dessen, was man konsumiert oder dessen, in dem man zukünftig wohnen möchte, dieses Bewusstsein wird immer mehr und damit halt auch die Zunahme von Investoren, die sich mit diesen Themen intern und strategisch intensiv mehr beschäftigen. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne mal zu diesen beiden konkreten Projekten gehen. Wer hat das Thema angestoßen? Fangen wir vielleicht bei dem Projekt Schüko an. We want to start to discuss how the process was organized. Was your project, the first question, was this a competition, an architectural competition? And you won the first prize and got the contract. Ja, ich denke, auch das ist schon mal ein Thema für das Thema Sustainable Baukultur, nämlich der Architektenwettbewerb als ein qualitätssicherndes Instrument. Und sein Projekt Schüko Headquarters war ein Wettbewerbserfolg und auf Grundlage dieses Wettbewerbserfolgs hat er den Auftrag bekommen. The question is, how was the implementation of this sustainability in the process? Was this your initiative or was the client the one who said we want to get the certification and how was the process?
Yes, Sugu was one in a competition up against some really good architects. So we are lucky to be the ones come up on first on that one. The sustainable concept was a part of the brief from the beginning. But the approach from our side expanded a little bit. We thought about, of course, the volume of the building, the position of the building, thought about how we can organize and control windows, daylight. So a lot of practical stuff around the volume was thought about throughout the whole process. But one major thing that is I think was a little bit out of the breeze was that we actually, with our proposal, came up with a strong internal concept that enhanced the connectivity between the workers inside. Everyone that works inside the building meet each other. We have made a lot of different situations inside so you can collaborate on different ways. So the whole social part of it was something that we pushed quite strong with our, and I think that was one of the reasons for our success in the project. That is something now the client is still pushing in that direction, because it was clear that it was something that they wanted to go in that direction. So that's been fantastic to have a client like Sugu that is ready to push the whole technical part of the sustainability, but also the social part. Thank you very much. Gerhard Wittfeld, wie war der Prozess bei euch? War das ein Wettbewerb und wer hat das Thema reingebracht danach? Oder ihr könnt das ja vielleicht auch im Zusammenhang machen? Also in meiner Erinnerung hat es da so einen kleinen Pitch gegeben. Das heißt, der Bauherr und Nutzer ist schon mit der Idee rangekommen, hat den Anspruch gestellt, wie geht ihr mit dem Thema um? Ja, und dann haben verschiedene Architekturbüros integral mit den Ingenieuren zusammen sich vorgestellt und haben eigentlich ihre Sicht der Dinge gegeben, sodass man gesagt hat, wir müssen eigentlich erstmal zusammen ein Gedankengebilde aufziehen. Ja, das heißt, das war interessant, weil es hat gar nicht ein konkretes Architekturprojekt gegeben. Dann ist aber schon die Entscheidung getroffen worden, weil man sich eigentlich, deswegen wir sagen mal Beauty Contest, ne, also man hat natürlich auch was versprochen. Ja, und musste das aber mal hinterlegen mit Grundsatzkonzepten. Ne? Interessant ist meiner Meinung nach, das Projekt, was wir machen, ist die Ruhrkohle AG und die Stiftung der Ruhrkohle sitzt dann, das ist auf Zollverein, Weltkulturerbe. Und das ist natürlich meiner Meinung nach per se ein Thema der Baukultur. Ja? Das ist ein Transformationsprozess. Das Gelände ist ja mal in den Industriegelände gewesen von Schupp und Kremmer und das ist natürlich Nachhaltigkeit in Perfektion und auch Baukultur in Perfektion und wir sind eigentlich dann damals schon damit angetreten, dass wir gesagt haben, jeder Quadratmeter Weltkulturerbe ist wertvoll. Ja? Und das ist eigentlich der Leitsatz des Projekts gewesen, der jetzt bis zur Fertigstellung, das ist in 2 Monaten realisiert, dann auch immer hochgehalten wurde. Und zwar sowohl vom Nutzer als auch vom Investor als auch von der Planungsgruppe, der wir vorstehen. Ja, also ich glaube, in dem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal ganz schön zu wissen, dass die ERG und die ERG-Stiftung als ehemalige Bergbaubetreiber ja auch eine Aufgabe haben an die Ewigkeit. Sie sind dazu verpflichtet, ihre Lasten zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Also insofern, dass sie halt die Umwelt wieder schonend dahin zurückzuführen oder zurückführen, wo sie mal waren. Und von daher ist genau dieses Gebäude, dieser Neubau, wo diese beiden Gesellschaften einziehen werden, natürlich integriert auf diesem ehemaligen Bergbaugelände und schließt eigentlich diesen Kreis. Ein einziges Bild gesehen von den Projekten, sondern leider nur die Ankündigung. Wäre ganz schön, wenn wir das vielleicht mal einspielen könnten, damit man sie wenigstens einmal gesehen hat. Jetzt wir bleiben wieder oder kommen wieder mehr ins Allgemeine zurück. Das hört sich ja jetzt alles ganz wunderbar und heile Welt an. Herr Steffens, gibt es irgendwie was, wo Sie sagen, da könnte aber mehr sein oder vielleicht sogar weniger sein als wir gerade machen? Oder wo hapert es vielleicht noch? Wo könnte man Anregungen geben, in die Zukunft zu gucken? Also ich glaube, woran es nicht mangelt, ist, also ich kann das ja jetzt nur für Deutschland sagen,
und für die Märkte, wo wir unterwegs sind. Also es mangelt auf jeden Fall nicht an kreativen Architekten oder guten ausführenden Unternehmen. Also das kann ich mir, das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Nee, es ist halt immer auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist immer die Fragestellung ganz am Anfang, wie viel Verantwortung übernimmt der Kunde, der Besteller, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt? Und wie viel beschäftigt sich derjenige ganz am Anfang auch mal erstmal alleine für sich, für das, was da entstehen und gemacht werden soll? Und dann der nächste Schritt, okay, wenn man da nicht weiterkommt, dann sucht man sich ja irgendwie Hilfe, ja? Also entweder einen Rechtsanwalt, einen Architekten, Steuerberater, keine Ahnung. So, aber nehmen wir jetzt mal den Architekten. An der Stelle ist es natürlich auch wichtig, dass man da halt auch Partner sucht, die, ich sag mal, wir formulieren das immer so, sehr kompetenzorientiert sind. Also die jetzt nicht irgendwo herkommen, sondern die schon halt auch von der Denkhaltung in die Richtung kommen und gehen, um dann auch wirklich sehr zielführend halt zu dem eigentlichen Ergebnis zu kommen. Und dann, irgendwann kommt ja das große Thema der Kosten, dann sind die Kosten auch egal. Wenn die Zielsetzung am Anfang und die Aufgabenstellung für alle Beteiligten, egal aus welchem Kreis dieser Beteiligte besteht, aber wenn das am Anfang ganz klar ist und deutlich ist, dann gibt es nicht mehr dieses große Thema, es gibt eine Leistungsphase 5 und eine große GU-Ausschreibung und danach wird die Welt nochmal neu erfunden. Nein, dann ist das ein integraler, fließender Prozess. Und da sind wir ganz schnell bei dem eigentlichen philosophischen Ansatz von Building Information Modeling. Das ist halt einfach so. Es ist nichts anderes, als einfach das Kommunikationsthema ganz früh zu Beginn des Projektes zu stellen. Und dann ist auch der Mehrwert in allen, also was Qualität, Zeit, Kultur, Kosten angeht, der ist dann deutlich größer. Nur du brauchst natürlich auch Auftraggeber, die sich die Zeit nehmen, damit zu beschäftigen und nicht von heute auf morgen gleich die Welt zu verändern. Das ist ganz wichtig. Zeit ist ein ganz elementares Thema. Was fehlt? Zeit am Anfang vor allen Dingen, ja, bei der wie wir jetzt von der Bundesstiftung Baukultur als Phase 0 bezeichnete Phase, dass man sich am Anfang klar wird darüber. Denn da ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, was will man eigentlich? Also wenn ich das noch ergänzen darf, bitte, ich glaube, ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, also Phase 0, Zeit, also dass das einfach akzeptiert wird, dass man vorne Dinge auch ausprobieren darf. Ja, und denn das kostet vorne noch nichts und ich glaube, das ist ja gerade jetzt in der Zeit, wo sehr viele Investments möglich sind, wird man ja auch ein bisschen sehr schnell quasi in Lösungen reingetrieben, die aber nicht zu Ende gedacht sind. Und das ist das Problem. Ne? Du brauchst eigentlich vorne ein Kompetenzteam und du brauchst etwas mehr Zeit. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben wird, wird das auch nicht funktionieren. Und ich glaube, das Zweite, was man braucht, ist, dass man doch eine größere Nähe auch zur Industrie ruhig auch herstellen darf. Ja, also es ist ja in Deutschland traditionell sind die Architekten der Neutralität verpflichtet, aber ich glaube, dass auch die Industrie sehr viel Innovationspotenzial hat, dass das etwas als ein Open Source genutzt werden kann, ne? dass man da früher auch in Kontakt treten kann. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das schaffst du nicht alleine und ich glaube, das schaffst du auch nicht nur mit einem Bauherrn, der will, sondern da müssen noch mehr Beteiligte an den Tisch. Ruhig vorne, dann kann das ja wieder auseinandergehen und in den normalen Leistungsablauf reinkommen. Ja, da stehen wir uns manchmal ein bisschen selbst im Wege, das ist schon ganz richtig. Ich frage mal, guck mal ins Publikum, hat jemand einen Beitrag, eine Frage dazu? Denn wir werden ja ziemlich allgemein und philosophisch. Ich will es jetzt auch mal ganz pragmatisch nochmal versuchen. Machen wir nicht manchmal doch auch wirklich ein bisschen zu viel an also ich denke jetzt mal wirklich auch an unsere NF und all diese Dinge und ob wir da nicht zu viel des Guten machen und ob wir da nicht hin und wieder mal gegensteuern sollten. That's a speciality with our energy law. Aber da sehe ich keinen. Gut, wir wissen ja, dass die... Also die NF ist ja nur... eigentlich nur ein Hilfsmittel. Absolut, ja. Ich glaube, das wird irgendwie falsch verstanden. Ja? Und die schießt bestimmt auch übers Ziel hinaus. Aber das hängt auch damit zusammen, weil es ja nicht als Rahmen gesehen wird, sondern als Muss. Und wenn man zum Beispiel die Fenster, die super dicht sind, wieder mit Schlitzen versehen muss, damit ich überhaupt wieder Luft da reinkriege, dann kann man sich natürlich fragen, ob das so schlau ist. Ja, also da gebe ich schon zu. Ne? Das ist aber leider über den Gesetzgeber jetzt so geregelt worden und das ist bestimmt... sagen wir mal, wenn man viel erreichen will, sollte man sich vielleicht eher darum kümmern, wie gehe ich mit 90% Altbaubestand
um? Und wie kann ich da den nächsten Schritt machen? Ne? Und nicht, wie kann ich den Neubau superer machen? Ne? Also das ist ja auch, wenn man im Ausland, im europäischen Ausland tätig ist, wird das auch teilweise kritisch gesehen. Ne? Also die deutschen Details werden ja als James Bond Details auch gesehen, okay, hab ich noch nicht gehört. Weil die natürlich auch sehr ingenieurlastig dann ausgeführt sind. Ne? Wollten Sie noch was dazu sagen, Herr Steffens? Ich möchte das James-Bond-Detail nochmal erläutert bekommen. Ja, das ist doch sehr schön, genau. Ja, sagen wir mal so. Früher hat man natürlich einfach eine Decke rausbetoniert, ja, und da ist eine Kältebrücke. Ja, und wenn Sie sich das angucken, wie das in Deutschland heute gelöst wird, bauthermisch korrekt und zum Beispiel in den Niederlanden. Also es geht einfach um die Komplexität, dass das fast aussieht, sagen wir mal, wie ein Aufbau aus der Automobilindustrie. Ne? Deswegen gibt es diesen kleinen Karlauer da. Dann kann ich da noch einen kleinen Beitrag zu liefern. Sie haben ja gestern das Projekt Haut ja gesehen, was wir in Amsterdam momentan beratend begleiten halt einfach. Also wir supporten die Architekten und die Ingenieure dort. Und das ist genau das Thema. Also da ist dieser Riesenwunsch, es ist ein exklusiver Wohnturm, Hybrid, der größte, der entsteht, in Europa auf jeden Fall. Und das Thema Schall ist dort ein ganz zentrales Thema. Ne? Wenn du dafür 2 Millionen irgendwie 100 Quadratmeter Wohnung kaufst, dann willst du natürlich auch nichts von den Nachbarn hören. Also im Ausland wird schon zumindest sehr stark auf die Qualitäten geschaut, die sich die Bundesrepublik hier in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und ich sehe das genauso. Wir haben die Rahmenbedingungen, die sind natürlich in Zeiten, wo man schnell viel bauen will, irgendwie total nervig. Ja? Aber die sind da, weil sie halt ein Stück weit halt auch zumindest aus Sicht des Engineerings halt gewisse Dinge auch qualitativ absichern. So, und es ist immer eine Frage auch, was der Kunde bestellt und wie viel der Kunde bereit ist, auch zu verstehen von dem, was da auch sowohl architektonisch als auch auf der bauphysikalischen Seite passiert. Und ich finde, eine wichtige Aufgabe ist es aller Planer, also der Architekten, der Bauphysiker, der Ingenieure, auch der Bauunternehmen, die das später ausführen, diesen gesamten Prozess auch einem Kunden, der überhaupt nichts mit Bau zu tun hat, zumindest ansatzweise so transparent aufzumalen, dass der oder diejenige nicht nur weiß, was das kostet, sondern halt auch den Prozess dahinter versteht. Und dadurch, dass die meisten das Bau nicht als Prozess verstehen, sondern als Rang, also als hierarchisches Abarbeiten von irgendwelchen Themengebieten, ist das natürlich, ich sag mal, ziemlich schwierig, dort natürlich irgendwelche Erfolge zu erzielen, wenn man natürlich auch nicht den Kunden an diesen Themen halt mit teilhaben lässt. Weil es doch noch, und da sind wir wieder bei der Kundin, weil da doch immer noch oder sehr häufig noch das Thema Nachhaltigkeit, Baukultur als Gegensatz zur Immobilienwirtschaftlichkeit gesehen wird. Eigentlich müsste es ja zum Normalen werden, aber noch ist es doch so, dass es ja als Add-on und nicht als wirkliches, als integraler Bestandteil angesehen wird. Wie sehen Sie das in Ihrer Branche? Jetzt nicht unbedingt nur, Sie haben ja gezeigt, dass Sie es anders machen, aber wie denkt Ihre Branche? Also wir glauben, dass es auf jeden Fall eine Frage des Mutes ist, sich mit den Themen einfach zu beschäftigen. Und ich glaube, für jeden Projektentwickler oder auch Bauherrn ist es halt wichtig, dass er eine gebaute Visitenkarte hinterlässt. Und die muss ja irgendwie individuell sein. Also wir sind schon der Meinung, dass man halt sich dadurch abhebt, indem man halt genau solche Entscheidungen halt trifft, diese Herausforderung einfach einmal annimmt und diese Investition auch tätigt, um halt auch was zu bewegen, eine Weiterentwicklung. Und deshalb sehen wir das eigentlich sehr positiv. Aber es ist sicherlich von Projektentwickler zu Projektentwickler anders zu sehen. Muss noch was gelernt werden. Wir haben gestern hier auf dem Podium mal einen Immobilienentwickler gehört, der gesagt hat, wir Architekten und Planer seien hinten dran und die Immobilienwirtschaft hätte das schon längst als ganz normal in ihr Portfolio übernommen. Das sehe ich nicht so. Und jetzt fragen wir vielleicht abschließend, wie unser Kollege das sieht, what has to be done, what needs to be done, that Baukultur and sustainability will not be an additional add-on, but will be the normality. How do you think about this? Or do you think we are already there? I don't think we are there yet. I think one thing is, of course, to use the time on the projects, not only focusing. If you only look at sustainability as being part of has to do with energy, for instance, like numbers, if you forget the people. And I think that's one of the problems. And you set up a lot of regulations that actually has to do with smaller things, but
but it loses the picture and the aim that most of the buildings that we do is for people. And to make sure that it's actually comfortable and really usable for people in the end, as being one of the goals that that you measure. Then I think in the process of this, it's over the time, I believe that sustainability should be a way of thinking more like and not an add-on. So you need to be able to kind of just more or less have it in your gut and in your base core of how you think about things to have it sustainable. And I think that takes time. And I think maybe not a few generations, but it takes a little bit of time to get there and to think about it. But I think in that process, it's important that it's not been run by engineers alone, but actually to have a full kind of focus on the people who's going to use the buildings in the end is key. Thank you. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich den Diskutanten für ihre Beiträge.